Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal unsere Decke sauber machen. Denn wenn ihr so eine Glasvertäfelung habt auf der Oberseite oder auch an der Wand und die ist zum Beispiel in der Küche, wie bei uns, dann kommt es doch relativ schnell vor, dass es vergilbt. Das kann natürlich auch durch Piefäumel und andere dampfende Sachen entstehen. Und wenn das der Fall ist, seht ihr den Unterschied sehr stark. Guck mal, da war ich mit Fingern dran. Ne? Da, Finger. Da hatte ich ein Loch zugemacht. Dazu habe ich dann ein bisschen Spüliwasser drauf gespritzt. Und hier ist eine neue Abdeckung drauf gekommen, die weiß ist. Das heißt, ihr seht hier sehr stark diesen Vergilbungsfaktor. Wie bekommen wir dies denn wieder hin? Ihr braucht nicht neu lackieren. Ihr braucht nicht neu streichen, nein. Wenn ihr eine lackierte Holzdecke habt, dann reicht es dort einfach mit Reinigen. Und ich habe jetzt dort drei Durchgänge, die wir machen. Das heißt, der erste Durchgang ist ein fettlösender Reiniger in Sprayform. Das muss ein fettlösendes Zeug sein. Dann mit einem Schwamm rüber. In der zweiten Runde gehen wir, also das muss nacheinander folgen, damit das schön einweicht. In der zweiten Runde einmal voll mit Wasser und Spiritus. Damit machen wir dann die Tiefenreinigung. In der dritten Runde ein schönes, nices Abtrocknetuch. Und damit ziehen wir es dann ab. Und dann kriegen wir diese schöne Decke wieder leuchtend weiß hin. Oder natürlich, wenn ihr grau haben solltet, wieder leuchtend grau oder was auch immer für eine Farbe ihr vorher hattet. Und so wird dann eure Decke auch wieder vernünftig aussehen. Auf geht's, wir beginnen nun damit, die Decke zu reinigen, anstatt sie neu zu streichen. Das ist viel mehr Arbeit. Bevor wir anfangen, natürlich, auf geht's. Erstmal Wasser rein, Wassermarsch. Und dann benutze ich hier einen Grapefruit-Reiniger, der ist zum Fett entfernen. Dann den Grapefruit-Reiniger zusammen mit diesem Schwamm. Und dann zweiter Gang ist unser Wasser mit einem Schluggi Spiritus, aber richtig schön großen Schluggi, also richtig schön reinschlucken lassen. Und dann im dritten Gang, das wäre jetzt der zweite Gang mit diesem hier, ne, mit so einem Tuch und dem Stuff da drin, ne, das da kommt zusammen. Und dann im dritten Gang machen wir uns an die Trocknung des Systems, an die Decke. So, zur Demonstration machen wir jetzt hier mal los. So, erste Runde ist Reiniger, drauf sprayen. So, drauf gesprayt haben wir. Na, das mache ich gleich etwas großflächiger. Jetzt kommt, guck mal hier, wie sich das schon anlöst. Seht ihr das da? Na, damit wird vorgelöst. Jetzt nehmen wir ein Schwammi-Bammi, verteilen es schön und ihr seht schon den Unterschied. Ne? Aber es reicht nicht. Ne? Ich habe es probiert, auch mit einer Reinigungsstufe nur zu machen. Es reicht nicht, Leute. Wir brauchen auch noch den Schritt hier. Ne? Wir brauchen jetzt noch den Schritt und wir brauchen auch dann immer noch den dritten Schritt, um den Rest wirklich abzutragen. So, guck mal hier. Zack. Richtig schön ist das jetzt. Richtig hell. Seht ihr den Unterschied? Das ist der Hammer, ne? So, und dann im letzten Schritt brauchen wir noch unsere Trocknung. Und selbst dort finde ich dann nach einer Zeit immer wieder, guck mal, doch immer noch etwas. Seht ihr, ne? Und so bekommen wir unsere, seht ihr jetzt, richtig stark. So kriegen wir unsere Decke wieder richtig fein an den Start. So, das ist natürlich eine Kackarbeit, weil wir sind über dem Kopf, aber es ist viel günstiger als neu lackieren. Auf geht's. Oh, das war jetzt von jeder Reihe, war das so dreckig. Also ihr seht, das hat echt was gebracht. Ihr seht es nicht nur da drin, ne? Ihr seht es auch hier an der Decke. Boah. Also es war echt viel Arbeit. Ne? Macht keinen Traum hier davon, das ist, ein Kinderschlecken. Das ist echt harte Arbeit, Kopf über die ganze Zeit. Wie lange hat es gedauert? Ich würde schätzen, so 4 Stunden war ich dran. Aber es ist viel günstiger, als wenn man jetzt komplett neu lackiert hätte. Und es sieht gut aus, es sieht wirklich gut aus. Das könnt ihr an allen lackierten Decken machen oder natürlich auch an den Wänden, wenn irgendwas lackiert ist. Das kann auch Kunststoff sein. Es gibt auch Kunststoffpaneele. Genau das Gleiche. Das Einzige, wo ihr es nicht machen könnt, ist so bei Rauputz. Wäre halt schlecht, wenn ihr da so richtig mit Wasser drüber wachst. Oder tapezierte Areas. Da müsstet ihr ganz vorsichtig drüber wischen, sage ich mal so. Aber das hier, ja, hat sich echt gelohnt. Puh, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so.